Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute mal, ihr seht es schön, wunderschön unsere Stadt bei Nacht. Wir hatten sie uns so noch gar nicht angeguckt, aber ich dachte mir, macht doch mal die Nacht zum Tag sozusagen. Lasst uns doch mal bei Nacht unsere Stadt bewundern. Wunderschön. Vor allem gefällt mir der Hafen, dieser helle Hafen, richtig, richtig gut da. Industrie. Hier hinten, was ist das? Ach, das Stadion. Fällt direkt auf. Hier unsere Big City. Nice. Ach, herrlich. Und guck mal, wenn wir so schauen, sehen wir auch den Hafen da hinten glänzen. Ist das nicht schön? Ist es, oder? Also ich find's toll. Was ich nicht so toll finde, ist hier dieser Stau der Kreuzfahrer. 191. 800 und. Das stört mich ein bisschen. Aber wie können wir das fixen? Gar nicht wahrscheinlich. Müssten wir den Bahnhof, den Fernleger, können wir den mal ausschalten? Wollen wir den mal ausschalten? Dann fahren da leider keine Schiffe mehr hin. Gucken wir mal, ob der genauso viele annimmt. Oder was denn da jetzt passiert. So, ich würde sagen, wir machen mal wieder Tag. Das können wir ja gar nicht bauen. So. Okay. Jetzt wollte ich mal schauen, ob hier neue Schiffe schon fahren. Ich hatte nämlich neue Schiffe reingepackt, die ich nochmal gefunden hatte, aber das scheint noch nicht zu kommen. Es braucht wahrscheinlich noch seine Zeit, bis da bestellt ist und so. Ja. Okay. So, ich würde einmal ganz schnell hier das fertig machen. Hier hatten wir mal angefangen zu bauen. Und diese Vorstadt hier noch nutzen. Für Wohngebiete erstmal. Für gering besiedeltes Wohngebiet. Weil das sieht so ein bisschen blöd aus, wenn wir das hier so leer lassen alles. Das müssen wir dann eventuell noch mit der Stadt verbinden. Schauen wir dann mal. So. Dann füllen wir das hier auch noch so ein bisschen. Dichter besiedeltes sind und hier kommt dünn besiedeltes Wohnmobil hin. Zack, 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 zack. Ja, dann brauchen wir das theoretisch auch nicht mehr. Weil das sollte dann eigentlich automatisch überspringen, ja, wenn ich hier dann bauen. Dann gucken wir direkt mal nach einer Buslinie. Der fährt da rum, der fährt da rum. Aber brauchen wir eventuell noch mal eine neue? Müssen wir dann mal schauen. Und ob wir sonst noch was brauchen da. Wunderbar. Dann ist zumindest der Bereich erstmal halbwegs gefüllt. Finde ich sehr gut dann. So, dann würde ich das hier irgendwie so auslaufen lassen. Und nach hier würde ich die Stadt tatsächlich dann auch noch erweitern hier. Ich dachte erst, da machen wir Schluss, aber da würde ich dann vielleicht sogar... Also wir machen mal den Tag-Nacht-Modus wieder aus.
Während wir hier bauen. So, und dann wollten wir uns auch um einen Flughafen kümmern demnächst. Machen wir auch noch. Keine Angst. So, jetzt würde ich einmal schauen, reichen denn die Schulen hier hinten? Bei die Leute. Grundschule können wir eigentlich trotzdem da nochmal hinpacken. Da haben sie einen Arzt. So, einen Arzt brauchen sie auch nochmal. Eine Feuerwehr. Polizei. Oder sollen wir einen reicht? So, hier steht auch einiges leer. Das gefällt mir auch alles noch nicht. Eventuell reißen wir das Industriegebiet da noch weg. Und setzen das vielleicht hier dran. Würde ich fast sagen, oder? So, das so wollte ich heute gar nicht machen, aber mir fällt das jetzt gerade auf. Und dann gucken wir doch einfach mal. So. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir hier. Können wir nicht einfach. Kriegen wir aber da keine mehr raus, bestimmt, oder? Also hier in der Mitte leider nicht. Wie ist denn das? Wie viel Verkehr ist denn hier? Geht das vielleicht? Können wir das vielleicht erstmal so machen? So müsste sein. Stimmt das denn so? Klar, da biegt ja jetzt eigentlich auch noch keiner ab, aber. Ja, das Problem ist, normal bräuchten wir jetzt wieder eine zeitgesteuerte Ampel hier und hier, dass die richtig schalten. Und dann hätten wir quasi nur eine Kreuzung. Schauen wir mal, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Erstmal soll eigentlich erstmal nur ein Übergang sein. Nur wenn ich jetzt da wieder eine zeitgesteuerte Ampel oder so baue, dann so viel Zeit dafür ausgebe, dann könnte man es auch gleich wieder so lassen. Vielleicht funktioniert es ja sogar, so dass man gar nichts mehr verändern muss. Aber ich glaube, wenn hier Industrie hinkommt, ist da so viel Verkehr, dass das wahrscheinlich nichts wird.
Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Eventuell fahren jetzt aber die hier direkt ab und gar nicht mehr hier runter, wobei das eigentlich nichts macht, weil hier stimmt es jetzt ja. Das Problem ist jetzt nur die Auffahrt hier hinten auf die Straße, wo es sich ziemlich staut. Ich sehe aber vielleicht, woran sie liegen könnte. Fahren nämlich leider nicht in ihre Kreuzung ein, so wie sie es tun sollen, sondern es staut sich ziemlich zurück. Wenn die sich hier vernünftig einfädeln würden und hier, wird es funktionieren. Hier läuft der Verkehr, der läuft richtig gut hier. Kaum, ja, jetzt, wenn da einer abbiegt, mal zu so einer Fabrikbeule. Wie jetzt gerade. Jetzt staut er sich wieder, weil der nicht mehr fährt. Der möchte darüber. Und jetzt blockiert er hier alles. Aha. Jetzt fährt er erst rein und jetzt staut sich natürlich alles bis hier hinten wieder zurück. Das ist auch eine blöde Straße hier, um ehrlich zu sein. Und schon staut es sich bis hinten hin und die können auch nicht mehr richtig auffahren. Das ist jetzt. Wie wollen wir das denn lösen? Na klar, die meisten fahren jetzt hier rum, aber wo wollen die denn auch alle? Die wollen alle hier in die Mitte und verteilen sich dann hier in die Industrie. Das heißt, die hier müssten direkt in die Mitte kommen irgendwie. Wenn die die Möglichkeit hätten, direkt in die Mitte zu fahren. Wie wäre es denn, wenn wir hier einfach noch so eine. Hier unter durch und hier hoch? Wisst ihr, was ich meine? Die, die von hier kommen, die müssen halt ja auch alle einmal rumfahren, um hier reinzukommen. Wenn wir denen jetzt die Möglichkeit geben, die, die dahin wollen, dass die irgendwie hier durchfahren können, finde ich das eigentlich ganz cool. Die Frage ist, klappt das, wenn wir hier einfach abgehen? Wartet mal, wir probieren das mal. Weil so, das ist. Ah, weiß ich nicht. Bin ich nicht ganz zufrieden mit. Okay, würde ich hier aber gerne. Kommen. Beziehungsweise diese Straße würde ich gerne nehmen. Machen die mal gerade rein hier und dann, wie gesagt, hier. Würde ich das hier aber noch mal ein bisschen verändern. Kommt gleich wieder hinter. Keine Angst, ihr kriegt euer Industrieraum wieder. Wobei, na, nee, nicht so wirklich. Da möchte ich nichts bebaut haben. So.
Jetzt gucken wir mal, wo kommen wir denn hier raus, wenn wir jetzt hier weitergehen. Gerade ein bisschen weit. Ich würde hier so einen Knick reinmachen. Und dann vielleicht hier irgendwo. Das ist natürlich genau der Brückenpfeiler. Das war so klar. Irgendwo rausgehen, wo kein Brückenpfeiler ist. Hier wird's gehen. Mach mal aus. Jetzt kriegen wir den Punkt da wieder nicht. Ach man, ey. So, weil ich im... Ah, ich bin im unterirdischen Modus. So, jetzt. So. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Wie viele Autos fahren jetzt dort unter durch? Wie viele nutzen das? Eigentlich müsste hier noch ein Dings hin. Okay, nutzen die das jetzt echt schon oder machen die das... Wenn natürlich jetzt hier zu viele rüberfahren, müssen wir tatsächlich so eine Abfahrt drüber bauen irgendwie. Wobei hier ja fast gar kein Verkehr ist, muss man ja sagen. Das läuft ja echt gut eigentlich. Das kann man schon so lassen. Da kommen noch mal ein paar Büros hin, so Hafen. Arbeiter von den Reedereien oder sowas. Ach du Gacke, die fahren jetzt alle da rein. Die Frage ist, was passiert jetzt hier? Die fahren jetzt alle da rein. Was ist denn da los? Euer Ernst, dass ihr alle da durchfahren wollt? Aber wir nehmen hier vielleicht jetzt einiges an Verkehr weg. Müssen wir mal schauen. Und entlasten das so auch. Hoffe ich jedenfalls. Jetzt ist hier natürlich Stau. Aber von da kommen ja vielleicht dann weniger. Okay, das gucken wir uns mal an, ob das vielleicht so hilft. Es staut sich jetzt allerdings hier tatsächlich schon ziemlich stark. Eventuell müssen wir diese Straße jetzt auf eine dreispurige bringen. Müssen wir uns mal anschauen. Naja. Gut, ideal wäre es natürlich, wenn die hier, ja doch, das kommen die aber, alle die von hier, die kommen hier zur Autobahn hin. Wenn wir den noch umdrehen würden, würden die auch zur Autobahn direkt kommen. Ohne auch noch da durchzufahren. Weil das ist halt das Problem. Das hatte ich am Anfang jetzt nicht ganz so geplant, wie es hier denn gekommen ist. Die sollten ja schon alle außenrum immer zur Autobahn fahren. Aber ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das bedacht hatte damals, dass die, wenn die von hier nicht direkt dahin kommen, dass die natürlich auch zusammen noch damit rumfahren wollen. Also hier ist jetzt scheinbar schon mal ein bisschen weniger Stau. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, und hier würde ich jetzt einfach schon nochmal ein
reinbauen. Zack. Dass wir hier auch nochmal Industrie reinpacken. Und dann eventuell das hier so ein bisschen wieder zurückbauen, weil das gefällt mir da überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn so viel Verkehr ist. Auch hier hinten. Ich finde es ja nicht... Also, solange es noch halbwegs funktioniert, und das tut es ja, finde ich es eigentlich richtig cool, dass wir auch mal Stau haben hier. Wenn die Straßen so pickepacke voll sind, alle Spuren. Finde ich es besser, als wenn wir dann irgendwo... Na gut, haben wir nicht. Mega-Autobahnen haben. Das sieht halt cool aus, ne? Wenn hier so viel Verkehr sind. Halt vierspurige Autobahn und da muss so viel los sein. Ich meine, wie sieht das denn aus? Hier zum Beispiel. Ist ja nichts los. Das muss schon so sein. Oh, neues Schiff. Da fährt eins von den neuen Schiffen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar das gleiche ist. Nur halt eine andere Lackierung. Kann durchaus möglich sein. Sieht fast so aus, ne? War das vom gleichen? Warte mal, wir müssen mal schauen. Noch mehr unterschiedliche Schiffe kommen. Okay, das sind alles die gleichen hier. Hier fährt nochmal ein anderes. Hier ein kleines, da kommt wieder ein großer. Auch das macht schon ein ganz anderes Bild aus. Hier kommt noch ein anderes. Das ist genau das gleiche, nur alles andere Lackierung. Okay, finde ich aber gut. Big Cargo Schiff, MSC, Big Cargo, ja, das sind alles die gleichen. Das wusste ich nicht, aber dann haben wir wenigstens unterschiedliche Lackierungen. Ist auch cool. Oder hier dieses Schiff dann zwischendurch. Gut, dann war's das aber für heute schon wieder mit City Skylines. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Bewertung dalassen und dann beim nächsten Mal gerne wieder reinschalten. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye.